Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Hunt Showdown. Hallöchen. Und ja, es ist Nebel, es ist die Spinne. Es aber ist nichts, die Sumpf können. Ja, es ist wenigstens die richtige Map, aber trotzdem, holy Map, Alter. Jetzt Sumpf, das wäre ja die Krönung gewesen. Lol, nicht dein Ernst, wir sind bei der Spinne. Was? Kannst du den bitte mal killen? Woher weißt du das? Es blinkt oben. Scheiße, was machen wir jetzt? Oh nee, ich will nicht. Nee. Scheiße. Wenigstens den Hinweis holen, dass wir wissen, dass du da bist. Ja. Ist sie gleich da drin? Geh mal rein. Ja. Oh Gott. Oh. Heilige Scheiße. Ich hab's einmal angehittet. Lol. Es ist gefährlich hier. Jetzt ist sie immer noch da. Nee. Ah, schade. Gerade weggelaufen. Wow, andere Spieler neben uns. Oh, mein Herz. Ja, weil die gerade so der Hack. Das ist offen. Weil die gerade so der Hack. Ich muss erstmal alles nachladen. Boah, wir sind ja auch voll gefangen, wenn die hierher kommen. Irgendwie. Kannst du nochmal aufmachen? Ja. Ich hätte diesen fetten Revolver, wenn. Aber bitte halt offen, weil sonst bin ich vielleicht eventuell gefickt. So, jetzt muss ich mal kurz nachladen. Sollen wir es echt riskieren? Sollen wir es echt durchziehen? Ja. Boah, fuck. Also so hier, das könnte man machen. Aber hinter mir kann ich niemand erschießen? Eher nicht, oder? Kommt ihr da durch? Doch, da ist... Ja. Ist offen, das ist immer blöd. Kannst du wieder? Ja. Mit Fächern geht es ja relativ gut. Ja. Komm schon, was ist denn jetzt? Komm schon, Spinne. Komm schon! Lass dir nicht so viel Zeit! Die kommen einfach nicht. Die kommen einfach nicht. Vielleicht kämpfen gerade andere gegen dir? Oh Gott. Also ich mach doch nicht so viel Schaden, wie ich gerne machen würde. Ja, dann. Lass mich nochmal mit meinem Fächer daher, halt du nochmal auf. Warte, ich lade komplett nach. Oh Gott, das ist. Wo ist die denn? Ist sie oben oder was? Gottes Willen. Weil sonst lässt uns gar nicht in Ruhe, weißt du? Überhaupt nicht. Ja. Oh, wir müssen uns bannen, wir müssen uns bannen. Es hilft nichts, ich glaube, ich muss hochrennen. Soll ich auch mit reinkommen? Wollen wir es jetzt einfach schnell machen? Scheiße, ist es weggerannt. Oder ja, glaub, ja, komm, ja, dann. Nochmal. Komm schon. Wer? Achso, das war. Spinne hat mich erwischt. Schon andere Spieler vor dem Tor, glaube ich. Ich habe einen Kopf gesehen. Beim Eisentor? Ja. Lol. Ich glaube, dass ich einen Hut gesehen habe. Lol, wer schießt da? Ich nicht. Lol. Klar, und jetzt geht sie wieder voll auf mich, oder? Die sind da. Die sind oben. Boah, ja, nee, oder? Und die Boah, was für eine Missgeburten. Ich bin gerade vergiftet. Ich kann gerade nichts machen. Oben! Einen habe ich fast, der ist angehittet. Einer ist tot! Der ist hier oben bei mir. Einer andere ist auch tot. Oh, perfekt. Was habt ihr davon, dass ihr unsere Spinne killt, ey? Ich durchsuche den anderen. Ich bin fast tot. Ich muss nachladen.
So, noch laden. Okay, ach, jetzt haben sie aber die Verbannung gestartet. Ja. Jesus, Zecke. Holy shit, Alter. Boah, fuck. Das ist echt, ach, die sind hier rein. Boah, die sind hier oben rein. Boah, Gott sei Dank war ich dann so aggressiv und bin dann noch mit den Fächern das ran und dann mit der... Ich bin auch hoch. Nee, das hab ich nicht gesehen, dass die den Scheißtrick kriegen. Ich hab dann nur andere Schüsse gehört, die mir so, nee, halt mal, das... Ich schieß gerade nicht mit der Shotgun. Ja, ja, das habe ich. Ich habe ja die unten beim Eisentor habe ich ja mal einen Hut gesehen, als wäre jemand vorbeigelaufen. Ja, aber es waren ja fast andere, weil die in dem Moment, wo du es gesagt hast, waren die ja schon oben und haben geschossen. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja dann auch Schüsse gehört. Ich habe ja die Eisentür ein bisschen im Auge gehabt, ne? Behalten. Und dann habe ich die anderen Schüsse gehört. Ja, genau. Und dann war er halt schon tot. Und das hat mich furchtbar genervt. Weißt du, die Alter. Ja, beim letzten Futsal haben sie es gekillt. Beim letzten Futsal, weißt du, vor allem dann kommt sie nicht auf uns. Ja. Aber weißt du, was noch assi war? Mich hat entweder haben die eine Schwarmbombe runtergeschmissen. Ja. Oder eine Tante hat mich angegriffen. Weil. Die haben die Tür irgendwie offen gelassen, was weiß ich. Das war richtig, richtig kacke. Bei uns sind aber zwei Ausgänge, ne? Boah, das wäre nice. Also wenn hier keiner in der Nähe ist, würde ich sofort rausgehen. Ja. Ach stimmt, das ist hier nur ein Boss, ne? Ja. Oh. Ist eigentlich schon assi, ne? Kill und Verbannung, obwohl wir den eigentlich alles gemacht haben. Boah, das ist... Ja. Nur weil es durch Zufall oben war, wäre die unten gewesen. Weißt du, wenn es noch volles Leben gewesen wäre, wäre die unten gewesen. Hätte die uns voll angegriffen, die ganze Zeit. Ja. Ah, oh, das ist ärgerlich. Kacke, ärgerlich. Lol, wenn das jetzt wieder so eine schnelle Runde wird wie letzte Folge. Hätten wir die fast... Die war jetzt noch ein bisschen actionlastiger. Ja, actionlastiger. Die ist aber nicht vorbei. Ja, aber wir sind erst bei 7 Minuten. Wenn wir jetzt die Beute nehmen, da ist keiner und rausrennen. Können wir das fast als Clip machen, ey. Du gehst erst dahin. Ich stehe da. Ah ja, okay. Unten und Spieler! Unten Spieler. Wow! Komm zu dir. Unten an der Treppe war einer. Pass auf den. Shit. Kannst du eher so links, also hier gucken? Nee. Ich schau mal kurz. Ja, unten, oben müsste einer sein. Wow. Oh nein. Lol. Warte, wir könnten hier aus der Tür raus. Guck mal, ich bin hier eingefangen. Scheiße. Ich geh raus. Komm wieder rein. Ich bin hier gefangen. Alles gut. Oh oh. Oh fuck, einer ist unten, einer ist oben. Komm dann, obwohl ich weiß nicht, ob du zu mir rüberkommen solltest. Nee, der ist ja rechts, du musst mich von rechts. Links Nummer 2, Vorsicht! Bleib eher hinten. Ich muss kurz nachladen, wenn es geht. Achso, du kommst dir echt nicht weg, ne? Bist du nicht dich rum? Ja, du müsstest Nahkampf machen, aber. Schade. Wäre hinten gestanden, hätte es funktioniert. Du könntest schon mal Nahkampf machen, Richt. Achtung. Boah, das ist. Wir sind hier richtig eingefangen gerade. Scheiße, wo hinten ist. Lol, 4 Spieler hier. Einfach. Es geht nicht.
Okay, also zwei links von uns, zwei rechts von uns. Ach du Scheiße. Scheiße. Holy shit. Vielleicht bekämpfen die sich erstmal gegenseitig. Das ist meine Hoffnung, dass sie sich vielleicht... Boah. Schade, dass ich den nicht erwischt habe, den einen in Fächern. Ich habe ihn angehittet, aber nicht... Ich habe ihn auch einmal getroffen, irgendjemand. Boah, das ist meine Hoffnung, dass die sich jetzt irgendwie finden. Kommt schon. Gut, dass der eine nichts richtig geworfen hat zu mir, das war... Ja, ich hab ja... Einer ist tot! Sehr gut! Scheiße, jetzt habe ich meine Brandbombe aber schon. Ich muss Bluten schnell aufhalten. Schütz mich. Ja. Also ich habe Brandbombe, ich schmeiß die mal auf ihn drauf, ne? Ja, pass auf, dass du nicht selber drauf gehst. Ich lade Fächer nach. Er kommt langsam die Schritte, Treppe. Geht gar nicht, da ist Feuer. Oh. Bei der Treppe. Okay, jemand ist verreckt, glaube ich, den Schuss. Leiche brennt noch. Mhm. Schaut. Oh, fuck. Du hast es ja richtig blöd, weil du ja noch eine Tür hast, ne? Mhm. Oh, jetzt ist eine verreckt. Oder irgendjemand macht Nahkampf die ganze Zeit. Ne? Ja. Ah, das mit den Stacheln ist gerade. Also für mich eigentlich. Natürlich, ich komme nicht weg, aber das Gute ist, die können mich auch nicht so richtig pushen. Also wenn die reinrennen. Ja. Können sie auch nicht so leicht einfach reinsprinten. Aber die Stacheln liegen jetzt vor der Treppe, oder was? Ja, nur die zwei Fäden, die du noch siehst. Der Rest ist durch die Dynamitstange vorhin kaputt gegangen. Achso. Tür, komm, 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 komm! Oh. Ich muss mich kurz heilen, wenn es geht. Hast du? Nein, 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 nein. Er kommt. Hoch, eventuell. Hab ihn! Sehr gut, ich muss mich heilen. Ich auch! Ich benutze die Spritze. Ich schau kurz. Ah, ja, Gott sei Dank. Oh, drei Spiele immer noch da. Was? Einer links, zwei rechts. Oh. Ich muss nochmal nachladen. Aber da sind doch jetzt zwei tot, oder? Ja, ich habe zwei gekillt. Also entweder war das ein ganzes Team oder... Boah, da liegen gerade drei Tote in diesem einen Eck. Das ist so hart. Na gut, wir haben Zeit. Ich habe noch genug Munition. Okay, ich nehme das zurück, dass die Runde zu kurz wird. Du hast noch alle fünf Sichten? Vier. Vier, okay. Gut, aber die werden jetzt, glaube ich, nicht so doof sein, uns nochmal pushen wollen, glaube ich. Ich glaube, mittlerweile haben sie es rausbekommen, dass es nicht so gut ist, gegen uns zu kämpfen. Achso, da ist eine Mauer, da kann er nicht direkt... Oh, das ist gut. Oh, was war das? Welch? Ich überlege gerade, habe ich irgendwas? Ich habe keine Falle, gar nichts. Das ist richtig zum Kotzen hier. Oh, ich habe Stolperfallen dabei. Hm? Vielleicht eine hier? Ja. Warte, kannst du mal kurz gucken, ob hier noch jemand ist direkt drin? Warte, wo? Hier, warte. Links neben mir. Nee, Alter, die ist ewig zwei weg. Hier ist eine Falle. Wie viele Sichten hast du noch? Zwei. Also wo ich stehe, da sind jetzt zwei Fallen, die Treppen runter. Bei der Falle ist, bei der Treppe ist auch eine Falle. Okay. Ja. Oh. Aber eigentlich, die einen waren gerade in Richtung 90, aber ewig zu weit weg. Das waren ganz kleine gelbe Punktchen. Ja, die ziehen sich jetzt wahrscheinlich zurück. Und wenn wir jetzt einfach zum Ausgang gehen, links, wenn da keiner ist, können wir durchrennen. Richtung 90. Das ist Richtung 90, ich hab nicht kurz in den Ausgang gegangen. Nee.
Also denk dran, ich habe jetzt eigentlich alle Ausgänge mit so Stolperdingern versehen. Also nicht erschrecken, wenn du mal rausläufst und so. Ja. Und da hinten sind zwei Fallen, also, ne, wo ich jetzt hinschaue. Bei hier ist auch eine, bei der Treppe ist auch eine Falle. Oh Gott. Alter, das war jetzt echt hart. Ja, aber ich glaube, der eine wurde nervös, weil ja, sein Partner gebrannt hat, deswegen wollte er hoch und pushen. Ja. Ja, ich bin ja noch rum, war ja verbluten. Mhm. Dann wollte er mich, glaube ich, pushen und dann warst du ja da gestanden. Gott sei Dank, ich habe gerade gut gelockt eigentlich. Ich hab gerade, ja, was heißt gut, ne? Ich hatte sau wenig Leben, ich war gerade am Heilen, hab mich einmal ganz kurz geheilt, hat funktioniert. Und dann hatte ich aber meine leere Waffe in der Hand, hab dann die Waffe gewechselt aus meine normale Waffe und hab einmal getroffen. Gott sei Dank, stell mir vor. Ja, weil du so gesagt hast, ah, pushen. Ja, halt hin, ne? Ja, weil ich den zwei oder dreimal. Das Problem ist, ich hätte noch erwischt, aber ich bin so ein bisschen beim Stacheldraht hängen geblieben. Ja, ich hab's gemerkt, deswegen ist es jetzt weg. Du hast es zerstört. Du hast es zerstört, deswegen ist es ja weg. Okay. Aber das war, weil er mich pushen wollte. Und dann habe ich ihn ja mit Fächern erwischt. Und er hat mich aber auch erwischt. Er ist runtergerannt und ich bin auf die Seite und habe gesagt, halt, weil ich ihn erwischt habe, dachte ich mir vielleicht, dass du einen Rest machst. Das war ja auch der Plan. Ich bin leider geblieben. Soll ich nochmal gucken? Wie viel hast du noch? Zwei. Ich habe drei. Schau ich noch einmal schnell. Oh Gott. Da ist einer, da ist einer und da ist einer. Oh. Ja, also einmal rum. Na gut, toll. Aber also dann zwei Teams eigentlich. Aber ich habe nur drei orange Punkte gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch einer stirbt, ist vielleicht hoch. Wenn sie sich wieder treffen. Ja, aber ich muss sagen, wir haben bisher echt gut verteidigt. Ja, wir müssen halt auch irgendwo. Vorsicht, fallen! Oh! Hab ich doch gesagt, dass der die fallen kann. Ja, ich hab's vergessen. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwie nicht da gedacht. Macht jetzt nichts. Nicht so schlimm. Ich mach's dir wieder auf. Aber irgendwer schießt. Ich glaube, die haben die anderen gefunden. Machen Nahkampf die einen. Ah, shit. Ausgang wäre gleich da, ne? Oh, es ist. Weißt du, einmal haben wir das Glück, dass wir gleich da sind und Ausgänge da sind. Nee, es sind alle anderen Gegner auch da. Aber wir haben es echt lange gebraucht, die zu killen eigentlich, dann die anderen noch. Oh, auch wenn die jetzt ganz oben gespawnt sind, die sind einfach runtergelaufen. Ja. Schritte? Ganz laut? Aber oben können die nicht sein, oder? Über uns. Nö. Wüsste ich zumindest nicht, dass die da irgendwie... Ah, cool. So ist ich nehme alles zurück. Was? Nee, das war ich, glaube ich. Achso. Weil ich auf dem Blecheimer stehe, oder in Wanne. Ah, okay. Aber wenn ich hier stehe, da ist immer so ein ganz kleiner Spalt hier bei der Tür. Ja. Und da habe ich immer Schiss, dass die dann irgendwie mir einen direkten Headshot verpassen, wenn sie, oh, guck, da hockt da. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube nicht mehr, dass sie pushen. Nee, ich glaube, die mittlerweile haben es gecheckt, dass da viele Leichen drin liegen. Die werden jetzt einfach nur warten. Gut, also du hast jetzt drei Kills, oder? Keine Ahnung. Und ich habe einen gekillt. Keine Ahnung. Also haben wir schon vier Kills gemacht. Wenn ja, drei Leute bei dir liegen? Zwei Teams, ja. Also hier liegen drei, einen? Ja. Alle drei an der gleichen Stelle. Gut, dann Teams. Hast du drei gekillt und ich einen, wenn ich das jetzt richtig hochrechne. Und trotzdem sind noch zwei Teams da. Oh Gott. Es muss natürlich wieder ein voller Server sein. Ja, die werden, mal, ja, gut, die werden, aber ich darf auch nichts anderes machen. Ich darf jetzt bis zum Schluss warten, bis der Ausgang, ne? Ja, aber ich bin gespannt, ob das welche sind, die jetzt 40 Minuten warten wollen. Weil die werden jetzt ja schon ungeduldig mit dem Umgeballere. So. Zuschauer, was geht bei euch so? Boah, Alter. Ich dachte jetzt, du rennst und ich gleich, weil ich gerade die Hand von meiner Maus genommen und gleich wieder hin, weil du gerannt bist. Voll den Schock bekommen. Boah, eigentlich kann ich. Aber da ist ein Tor, das hast du auch da. Achso, da hast du die Falle, okay. Ich öffne den, ich möchte das Ding dann nehmen.
traue dem irgendwie nicht, dass sie vielleicht dann nicht in die Falle reinlaufen. Traue ich auch nicht. Das traue ich auch nicht. Oh? Haben die sich gefunden? Weil gerade jemand geschossen hat, wild? Ich mag auch nicht meine Sicht die ganze Zeit aufbrauchen, das ist... Nee. Also solange ich keine Schritte höre oder sowas, mache ich es auch nicht so. Ich sehe schon komplett Zufall schießen sie durchs Holz und... Ich gehe fast aber davon aus, dass einer mit Absicht die ganze Zeit schießt. Ich überlege gerade, ob ich mal die Waffe wechseln soll mit einem anderen einfach ganz rumballer. Aber da geht ja auch deine Muni alle, oder? Das ist eine andere Waffe eigentlich schon, ne? Gut, aber hier lag ja Muni. Ja, gut, da nicht. Schrotflintenmunition. Das wäre eine Überlegung, das mit dem Rumballern einfach Action machen. Oh, Alter, was ist das denn für eine Revolver? Holy. Oh, das ist ein, ach, das ist eine Elite-Waffe. Holy shit. Wow! Was ist das für ein Revolver? What? Also, das ist so ein Einschussding, Alter. Der Rückstoß, Alter. Aber das ist nicht der, die Schrotflinte, oder? Also die Schrotpatrone, oder? Die heißt Messingblume. Das ist aber kein normaler Revolver. Ja, dann ist das so eine Premium-Ding. Also sowas, das Kaffee kostet, ja. Die sieht geil aus. Hm. Aber ich glaube, das bringt fast nicht, Alter, das Ding, das ist ja... Ich glaube, damit kannst du, wenn einer durch die Tür kommt und triffst ihn einmal mit dem Ding, ist er weg. Egal, wo, ob du auf einen großen C schießt. Das ist jetzt blöd. Wenn sie angreifen würden, wäre es wenigstens actionspaßig oder sowas, aber... Wow, Alter, Mann. Gar nicht mal so doof. Das ist gar nicht mal so doof. Jetzt eine Ködergranate wäre auch noch ganz geil. Wenn, wenn du jetzt deine Waffe wechselst, hast du deine Muni wieder? Ja. Nice. Boah, der eine hätte ein Scharfschützengewehr, da können wir auch sauschön eigentlich aus dem Ding rausschießen irgendwo. Müssen wir nur aufpassen, nicht, dass sie sich dann wirklich jetzt anschleichen irgendwie. Obwohl, das sind überall Fallen, Alter. Oh, oh Gott. Wird eigentlich die Genauigkeit gemessen in diesem Spiel? Tja, was machen wir jetzt? Gut, aber wir werden jetzt nicht so doof sein und rausgehen, ganz ehrlich, das ist eigentlich dann ein Todesurteil von uns. Ja. Gut, die hätten da Scharfschützengewehre liegen, wo man ein bisschen aus irgendwelchen Schlitzen oder Fenstern schießen könnte, aber... Wow. Ja, irgendwie mit Geräuschen herlocken ist was. Komm. So, hast du geworfen, oder was? Ja, ich habe Laterne geworfen. Da hast du eine Falle gelegt? Hast du da auch was gelegt? Nee. Doch. Also da und links, da, rechts rum auch noch. Ja, da. Lol, wie die alle da liegen, das sehe ich mal. Ja, das meine ich ja. So in der Reihe. Oh ja, da hast du aber ordentlich. Da wären aber noch Fallen, die könnte man auch noch rauslegen. Echt? Komm ich da vorbei? Ne, ich gehe auf die andere Seite. Ah ja, da ist noch eine Falle, stimmt. Hm. Oh, die tue ich dann hier rein. Kannst du die Falle wegtun da? Kommt man hier vorbei oder was? Weiß ich nicht. Also wenn sie es nicht direkt sehen. Ach, da ist ja auch noch ein Aufgang. Ja genau, darum habe ich da die Fallen im Sack besucht.
Ach, du hast. Ja, ich leg noch immer ein paar Fallen. Ist noch eine Falle drin? Ach, den einen kann ich noch durchsuchen. Nee, du hast ja zwei Leute verbrannt, Storm. Ja, der eine hat es dann automatisch mit verbrannt. Leider. Mhm. Ja, das heißt leider, ist ja ganz gut gewesen. Naja gut, die einen waren ja schon tot, das war ja ein Team. Ja. Ich würde es gerne vorspulen können wie im YouTube-Video. Ja, das stimmt. Eine unten hin. Ja, eine unten auf der Ding, eine oben. Alter, also komm, greift halt an. Verliert die Lust. Gut, die oben, die könnte ich aber auch vielleicht hinter die Ecke, weil dann verliert er Leben, während ich ihn anschieße. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so blöd. Oder wenn er mich killt, dann blutet er wenigstens. Aber wenn er da hoch die Treppe geht, dann sieht er die relativ gut. Ja. Deswegen verlege ich die doch vielleicht mal. Das war ich, keine Sorge. Mhm. Ich lege die jetzt mal so hin, weil vielleicht sieht er die dann nicht. Ah, oh, das ist blöd. Schade, schön wäre es gewesen, wenn direkt da die Ding. Ich leg die ein bisschen weiter vor. Sieht man das? Warte. Oh ne, das sieht man schlechter. Wenn es sich gerade in dem Moment aufblinkt. Ja gut, die haben anscheinend Geduld, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Die erst haben sowieso relativ aggressiv. Ja gut, das waren genau die anderen zwei Teams. Die haben wir ausgelöscht. Ja. Ich trinke mal einen Schluck. Aber so krass geduldig, also nicht mal versuchen, irgendwie reinzuschleichen, das ist so ein schön weit. Ja. Muss aber ehrlich sagen, wir dachten es auch nicht anders. Wir dachten auch nicht anders. Wäre halt wenigstens mal ein Ausgang oben irgendwie, aber nein, die sind alle unten. Ja. Genau da, wo sie sich hinstellen können, ne? Die steht einer links, rechts und keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Nee. Und wenn wir runterrennen, dann werden sie parallel zu uns laufen. Ja. Richtig, richtig doof gerade. Du hast keine Chance. Aber bis jetzt lief's richtig geil, irgendwie. Wäre es halt jetzt cool, wenn man rauskommen könnte. Wir müssen halt echt überlegen. Wir könnten. Das ist halt. Weil wir sehen sie ja einigermaßen. Wir wissen ja, wo sie sind. Da lägen ja zwei Scharfschützengewehre. Ne? Ja, aber hier sind ja nirgends irgendwelche Fenster oder sowas zum Rausnippeln. Ja, und wir haben halt die Chance, die halt mal ganz kurz zu sehen. Dass wir ein bisschen ungefähr da. Und dann laufen sie kurz weg und dann verlieren wir es eh wieder aus den Augen. Gut, wir hätten jetzt die orange Sicht noch. Mit denen wir die wissen, wo sie sind, wo sie sich verstecken. Und da könnte man da schön hinzielen, bis mal einer rausluchert. Obwohl, das sind ja drei. Wenn jetzt, sag mal, das eine Team ja hinter dir ist, der eine hinter mir, dass wir vielleicht den einen irgendwie pushen, weil der ist ja alleine. Ja, aber du weißt ja nicht, welcher von denen alleine ist. Ja doch, wenn wir jetzt die Sicht machen, sehen wir ja dann, wer alleine ist. Die drei waren komplett verteilt. Also der eine war da oben, der andere war da und der andere war da. Also das war wirklich so ein Dreieck. Als hätten, würden die zusammenarbeiten. Wir haben ja Dreierteams jetzt hoffentlich nicht zugelassen. Nee, haben wir nicht. Aber nach unserem Glück könnte ich mir vorstellen, dass im Voice-Chat sagen, hey komm, erstmal die zwei killen. Und die sagen, ja, ja, mach mal. Das wäre so bitter eigentlich. Ja, gut, ne? Schade, dass man die Trophäe nicht fallen lassen kann. Das wäre nice. So anlocken, weißt du, so, oh, wir haben die Trophäe nicht. Wir sind gestorben. Aber wir haben uns hier so einverbarrikadiert, das wäre richtig doof, wenn wir jetzt weggehen. Ja, aber es wäre richtig geil, wenn sie angreifen würden. Und wenn wenigstens hier. So gut haben wir uns noch nie verbarrikadiert. Also wirklich, jetzt keine Fenster hier, keine Spälter, wo sie durchschießen können. Eigentlich nicht. Bei den Eingängen überall fallen und Aufgängen fallen und. Ja, ach. Und jetzt kommen sie nicht, ne? Jetzt interessiert es die gar nicht. Aber ich. Und ich sag mal, direkt über dir wäre so eine Lücke, da könnten sie was durchwerfen, aber sehr hoch hier, glaube ich. Scheiße. Aber ich hätte jetzt gerne einen Spalt. Ah. Unten will ich nicht hin, muss ich jetzt ehrlich sagen. Nee. Nee, hier oben ist es echt geil. Und ich traue mich auch nicht dort das Tor aufzumachen und dort raus, weil das sehen sie sofort. Was ist mit der Tür? Da ist eine Falle davor. Warte, hier ist keine Falle. Oder haben wir den? Ist der verbrannt? Oder ist der. Nee. Ah ja, den habe ich noch nicht durchsucht, siehst du? Zu der Tür ziele ich eigentlich die ganze Zeit hin.
Aber da könnte man... Durch die Tür könnte man gut rausgehen, theoretisch. Ja, was ist, ja, wenn es da runter geht, ja, ich kenne jetzt die Map nicht. Aber man könnte die, die dort campen, könnte man schön wegsnipen, prinzipiell. Aber die werden wahrscheinlich auch auf diese Tür zielen. Ja, klar. Aber der Unterschied ist, wenn sie mich erschießen, kannst du die Tür zumachen und bis die dann da sind, hast du mich wiederbelebt. Nein. Rein theoretisch. Aber ich verbrauche halt meine Sichten. Aber ganz ehrlich, wozu hast du die Sichten, ne? Das ist eigentlich das Optimale. Du weißt dann genau, wo deine Camper sind gerade, die dich ein... Dann warte, dann tue ich hier die volle kurz weg. Aber ich nehme mir da mal ein Sniper-Gewehr, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass sie nicht genau in dem Moment pushen, ne, weil... Das wäre ultra bitter eigentlich. Jawohl. Wieso hat eigentlich jeder ein Scharfschützengewehr? Voll ich auf Gott. Ihr müsst jetzt eigentlich jetzt gleich mal schauen, wo die eigentlich sind, ne? Nicht, dass du das rausläufst. Achtung, ich schau mal. LOL! Hm? Ich hab nichts gesehen. Wie viel Sichten hast du noch? Zwei. Schau du mal, ich habe nur noch eine. Siehst du was? Nein. Oh, what the fuck? What? Ich hol außer schon... die kennen natürlich jetzt die Reichweite, ne? Na gut, aber bis zum Ausgang. Safe nicht. Ich darf sagen, dass die Chance nutzen wir aber. Okay, dann Richtung 270. Raus. Ich gehe runter. Weil hier wäre nochmal Muni. Auch nochmal Muni. Ach so, das war hier, ne? Hm. Na gut, aber, mei. Ich mach auf. Ja, oder die hatten einfach die Schnauze voll und sind raus. Geh raus. Wo gehen wir jetzt hin? Rechts, weil wir da geguckt haben. Mehr. Gut. Vielleicht mach nochmal Sicht. Nix. Und jetzt würde ich durchlaufen. Ja. Ja, die anderen werden sich vielleicht schon gedacht haben, ach scheiß drauf, bevor wir da jetzt eine Dreiviertelstunde rumcampen, mache ich lieber ein neues Match direkt. Kann doch egal sein. Hast du noch eine Sicht? Nicht mehr, oder? Ja, doch, eine Sicht habe ich noch. Okay, dann machst du die bevor, kurz bevor wir beim Ausgang sind. Ich mach gerade, ich sehe nichts. Okay. Oh, das war aber schon weit weg jetzt noch da oben, ne? Ja, deswegen habe ich gemeint, kurz bevor dem Ausgang, aber... Nee, hey, jetzt hätte ich gedacht, wir sind sogar ein bisschen näher. Ja, aber ich glaube, das hätte auch gereicht. Da ist noch ein Monster. Ich will die irgendwie nicht erschlagen. Ich versteck mich einfach jetzt von da. Uah! Hab ich geschossen. Ja, auch gut, wenn man so die Zeit ein bisschen ausschenken kann. Oh. Also sorry Leute für dieses Einverbarrikadieren, die Sichten eigentlich. Gut, wir wollten es halt aufbewahren für einen Kampf, aber Gott sei Dank habe ich jetzt einmal geguckt, ne? Oder Gott sei Dank habe ich das vorgeschlagen, weil sonst wäre, glaube ich, jetzt... Ja, die sind halt dann echt rausgegangen, ne? Gehe ich davon aus. Ja. Krass. War das Überleben denen aber auch wichtiger als... Anscheinend, ja. Anscheinend, hätte ich gar nicht gedacht. Vor allem drei Leute, das ist eigentlich ein Team und einer alleine. Gut, der eine alleine könnte ich verstehen vielleicht, ja. Aber die anderen zwei... Ich meine, ich hätte, glaube ich, da aber auch noch gekämpft, weil wir ja voll, weil die Bayern ja eigentlich voll im Vorteil in der Hinsicht, oder? Naja, voll eigentlich. Hm. Naja, ich bin zufrieden. Ja. 4 Kills. Beute. Leider haben wir den Kill und die Verbannung nicht von dem Monster. Oh, das ist nicht mehr irgendwie angerechnet wie oder sowas. Nicht so prozentual oder sowas. Das ist eigentlich schon irgendwie bitter. Jäger gekillt, yeah. Das ist fast schon bitter irgendwie, ne? Ja, das... Diese mit der Spinne, dass wir den eigentlich... Wir haben den wirklich zu... Ist 90% haben wir den gekillt. Die haben einen Schuss gemacht, glaube ich. Dann war der weg. Ja. Aber das war ja so, weil der nicht runtergekommen ist. Der ist dann im letzten Moment, der war die ganze Zeit da oben. Die ganze Zeit. Das war eigentlich das einzig Nervige eigentlich da oben jetzt. Ja.
Ärgerlich. Coole Sache. Aber wer hätte das jetzt gedacht, ne? Ja. Bei der Spinne, bei einem Nebel. Krass. Richtig. Freischalter. Richtig. Gut. Eine Gesundheitsspritze? Wetterli Karabiner Bajonett? Ist das jetzt noch mein höchster? 44. Jawoll. Das wird besser. Wir schaffen mein Fruchtgrab. Wir schaffen's. Richtig nice. Ja, also das war doch erstmal eine richtig schöne Runde. Ja gut, dann. Ich frag mich jetzt, warum ich... Ich hatte noch eine Chaosbombe. Oh, die hätte ich noch schmeißen können. Ich glaube, ich hatte eine Chaosbombe. Lul. Oh. Egal. Ja gut, ich glaube, ausrüsten tue ich dann später, also nicht jetzt noch in der Folge. Ich sag einfach, war eine schöne Runde an und für sich. Ja. Ja. Genau, und dann eigentlich... Am Schluss ein bisschen gecampt, aber macht ja nichts. Muster gehört dazu. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.